Die Tagesordnung, die Sie heute früh verteilen, ist so kurz wie selten. Erste Sitzung des Bundesrats nach der Wahl. Reine Routine und zugegeben mäßig aufregend. Doch wer sich hier wie einsortiert, das wird bald ziemlich wichtig und hart umkämpft. Es ist Deutschlands wohl bunteste Versammlung. Er etwa führt eine rot-grüne Regierung, sie eine rot-gelb-grüne, er hier eine schwarz-rot-grüne und er eine rot-rot-grüne Koalition. 16 Länder, 13 verschiedene Koalitionen. So viel Vielfalt war nie, so schwierig war Politik selten. Zumindest erhöht es nicht die Fähigkeit, sich dann am Ende auch zu einigen. Früher, als es richtige Blockbildung gegeben hat, wusste man immer ganz genau, wo sind welche Mehrheiten. Aber man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass die Vorbereitungen auch ein Stück weit länger dauern. Noch ist die Jamaika-Koalition nur eine Idee. Da wird absehbar, welche Hürde sie hier erwarten dürfte, im Bundesrat. Für jedes Gesetz mit Auswirkungen auf die Länder, etwa eine Steuerreform, bräuchte sie hier eine absolute Mehrheit. Doch sicher hätte Jamaika bloß die Unterstützung von 5 Ländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW und Schleswig-Holstein. Macht 27 Stimmen, deutlich zu wenig. Was bleibt? Verhandeln mit SPD-geführten Landesregierungen. Deren Koordinator erlaubt sich heute einen deutlichen Hinweis auf die eigene Macht. Ich bin sicher, dass die künftige Bundesregierung klug genug ist, zu berücksichtigen, dass sie im Bundesrat keine Mehrheit hat. Eine Regierung ohne Mehrheit im Bundesrat, eine Hypothek, vor allem für den jeweiligen Finanzminister. Das erlebt Ende der 90er Theo Weigel, dessen Steuerreform scheitert an der von Oskar Lafontaine geführten SPD-Mehrheit im Bundesrat. Nicht anders ergeht es Weigels SPD-Nachfolger Hans Eichel, seine Sparvorschläge blockiert von der schwarz-gelben Mehrheit im Bundesrat. Eichels Einsicht heute, am Ende hilft nur eines, der Griff in die Kasse. Geld zieht immer. Wir haben es doch erlebt, etwa als wir die Steuerreform durchgesetzt haben. Dann haben wir halt dem Berliner Senat versprochen, dass wir das Olympiastadion, seine Renovierung finanzieren. Das haben wir auch gemacht und dann hatten wir die Stimme. Das war ein sehr teures Projekt für Berlin und so ging das. Und so geht das wohl auch heute. Dieser Bundesrat dürfte teuer werden. Doch eine totale Blockade halten Beobachter kaum für realistisch. In allen deutschen Ländern, mit Ausnahme von Brandenburg, da haben wir eine rot-rote Konstellation. Aber ansonsten ist in jedem Land ein Partner der Jamaika-Koalition immer auch mit beteiligt, zum Teil eben mit der SPD. Da fällt es gar nicht so einfach und so leicht, SPD-Positionen durchzusetzen. Nach nur 70 Minuten ist die Sitzung heute übrigens beendet. Spannend wird's hier, wenn die nächste Bundesregierung dann wirklich steht.